Tauchcampen im Südwesten an einem nicht allzu weit entfernten Baggersee. Das ist diesmal das Ziel. Dabei die Unterwasserwelt entdecken und nebenbei eine neue Rig-Kombination testen. Wir sind hier am Ehrlichsee. Das ist ein Baggersee, eigentlich ein ganzes Freizeitcamp bei Oberhausen in der Nähe von Walldorf. Und ich wollte hier unbedingt mal zum Tauchcampen für mehrere Tage hierher kommen, weil wir waren letztes Jahr einen Tag hier und dieser eine Tag hat gereicht, um noch so mich an Eindrücke erinnern zu können, dass es hier eine sehr gute Infrastruktur gibt. Der Campingplatz ist speziell für Familien mit Kindern sehr gut geeignet. Es gibt eine nette Tauchbasis hier mit Füllmöglichkeiten. Und ich kann mich auch noch an den super schönen Bewuchs erinnern unter Wasser. Jetzt ist es ja zeitig im Frühjahr. Ich bin mal gespannt, wie sich der Bewuchs jetzt darstellt. Insgesamt glaube ich, ist der See auch so zwischen 7 und 8 Meter tief. Für die Zwecke, die wir jetzt geplant haben, ist es ideal. Und jetzt gehen wir doch mal rüber zur Conny, das ist die Besitzerin der Tauchbasis, und checken dort ein. Hi Conny! Mensch, schön dich zu sehen. Geht's dir gut? Gut, danke. Und dir? Sau gut. Winterzeit gut verbracht? Ja, auch taucherisch, viel im Bodensee unterwegs gewesen. Und jetzt über Pfingsten haben wir entschieden, dass wir mal hier am Ehrlichsee wieder vorbeikommen. Finde ich sehr gut. Ja. Und vom Ding her, vom Wetter hast du einigermaßen gut verwischt. Ja. Und der See zeigt sich von der allerbesten Seite, weil vom Frühjahr haben wir immer einige Sicht, wo ein bisschen eingetrübt ist. Dieses Jahr glänzt er richtig. Könntest du mir den See noch mal ein bisschen genauer erklären? Ist doch ein bisschen was in Vergessenheit gerade. Genau. Wie du siehst, ist unser Haupteinstieg rot markiert. Das ist dieser hier. Okay. Von da aus hältst du dich rechts und kannst ungefähr 3-4 Meter Bereich, wo natürlich der Bewuchs am schönsten ist, an der Landzunge entlang. Wenn du es schaffst mit deiner Luft bis hin zum Durchbruch, wobei der Durchbruch dahinter 1,5 Meter Wassertiefe, also du musst gutarieren, Wassertiefe einhalten und kannst dann dahinter an die Bobsinsel runter zu unserer großen Wels. Wir haben weiter hinten einen zweiten Einstieg, der sich ungefähr hier befindet, und dann kannst du die linke Hand um die Insel herumtauchen. Und in diese Insel hat auch eine Besonderheit: wenn die Sonnenstrahlen aufs Wasser, dass es richtig warm ist, kommen die Karpfen nämlich hoch. Und dann hast du in diesem Inselbereich nämlich die Möglichkeit, ganz viele Karpfen zu sehen. Wie bei jedem Tauchgang wird die Ausrüstung akribisch vorbereitet. Alles, was man braucht, auch um schwerere Doppelgeräte anzulegen, ist da. Die einfachen Einstiege, die so angelegt sind, dass man keinerlei Sediment aufwirbelt, fallen sofort angenehm auf.
Sofort nach dem Abtauchen entfaltet sich bis zu einer Tiefe von 4 bis 5 Metern eine wunderbare Unterwasserlandschaft. Die unterschiedlichsten Unterwasserpflanzen kann man hier entdecken. Laichkraut, Hornblatt, Armleuchteralgen, Wasserschlauch und Wasserpest bis hin zu Seerosen. Jetzt im Frühjahr sind Teile des Sees betauchbar, in denen aufgrund des dichten Bewuchses in ein paar Wochen kein Durchkommen mehr ist. An Fischen findet man die typischen Vertreter eines Süßwassersees: Flussbarsche, Karpfen, Schleien, Hechte, Aale, sogar Welse soll es geben. Ihr habt aber einen Sturm gehabt, ne? Und was für eine, aber ich bin ganz froh über den Sturm, weil das ist ein absolutes Highlight. Das ist ein riesen Birkebaum, wie du siehst, ist natürlich mit der Boje, Taucherboje, bewusst gekennzeichnet. Die Esch gehen wirklich so durchs Wasser und mittlerweile haben wir die erste Hechte, die sich da unten angesiedelt hat. Ganz wichtig, Kompass mitnehmen. Die Pflanzen verwischen in wenigen Wochen die Uferlinie und so kann man sich dann nur noch mit dessen Hilfe oder, wenn es die Sicht und Tiefe hergibt, an der Sonne orientieren. Begibt man sich tiefer in den See, findet man ab 6 bis 7 Meter stellenweise sehr große Bäume. Sehr mystisch stehen diese auf dem Grund und bieten allerlei Gelegenheit, Schwämme, Klein- und Kleinstlebewesen zu beobachten. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass man hier das Tarieren sehr schnell lernt und auch lernen sollte, da ein Flossenschlag unbedacht an der falschen Stelle die Sicht sofort gegen Null treiben kann. Am besten immer schön Frog Kick anwenden und beim Absinken an den Grund, wenn er sich mal nicht vermeiden lässt, ist eine Bewegungsstarre angesagt. Dann nur noch Tarierung über Jacket und oder Lunge. Sonst sieht das Ganze aus wie hier. Am sonst sehr eintönigen Grund, mitten im See ein solches Kaliber von einem Karpfen zu sehen. Wahnsinn! Mindestens 40 Pfund schwer und wahrscheinlich den ganzen Bauch voller Laich, ist er unfähig, letzteren vom Grund zu heben.
Ab und an stößt man jetzt auf Laichschnüre, vermutlich von eben solchen Karpfen. An einigen Stellen fallen weiße Flächen am Grund auf. Dort tritt Grundwasser aus. Eine Quelle am Grund des Sees. Sonst hat der Grund ab 7 Meter Tiefe den Charme der inneren Sahara. Eigentlich also Blödsinn, mehrere hundert Meter in den See zu tauchen. Doch nach 20 Minuten ändert sich das abrupt. Anders als man das in einem Baggersee erwartet, fallen die Wände nicht sanft, sondern senkrecht ab. Gespenstische Strukturen zeichnen sich im leider viel zu schwachen Scheinwerferlicht ab. Darauf ist man besser vorbereitet. Die Sicht erstaunlich gut, wenn man sich vom Grund fernhält. Eindrucksvoll, unerwartet, dunkel und doch klar. Ein wenig Gänsehaut-Feeling begleitet einem dort. Aber dieses Loch ist kein Ort für Anfänger. Gefahrenstellen wie Stahlseile, möglicherweise Gerüste, scharfe Kanten und so weiter sind aktuell nicht bekannt. Bekannt ist aber die Wassertemperatur, 4 bis 8 Grad. Ohne eine kaltwassertaugliche Ausrüstung, am besten Trockentauchanzug und redundanten Atemreglern, ein No-Go. Erinnert diese Säule nicht an einen Obelisken? Ohne die wirkliche Tiefe genau erkundet zu haben, ist der Tauchgang erst einmal zu Ende. Eine weitere Erkundung fordert anderes Equipment und bessere Vorbereitung. Zurück an der Kante des Lochs stehen teilweise riesige Baumstämme waagrecht über der Kante in das Loch. Zudem scheinen die Steilwände größtenteils nicht aus Stein, sondern aus hartem Lehm zu bestehen. Es besteht also Einsturzgefahr. Wäre extrem schade, wenn die teilweise echt schönen Strukturen durch Anfassen oder schlechte Tarierung zerstört werden würden. Bei allem aber ein Ort, den wir mit besserer Vorbereitung nochmals anschauen werden. Etwas weiter oben am Abhang liegt ein Objekt aus massivem Stahl. Das scheint Tonnen zu wiegen. Sicherlich war das einer der Anker für den Schwimmbagger, der damals seine Arbeit verrichtete. Auch sonst findet man allerhand Objekte am Grund des Sees. Etwas makaber und die ersten Sekunden schockieren, speziell wenn man gerade aus dem Loch kommt, ist es, diesen Kameraden zu finden. Aber keine Angst. Definitiv aus Kunststoff. Direkt am Einstieg findet man einige Hilfsmittel für Tarierübungen. Auch eine Übungsplattform.
Teilweise sind die Objekte schon von der Natur integriert und machen das Tauchen abwechslungsreicher. Teilweise sieht man, dass sie nicht wirklich dorthin gehörten. Das sind sicher Bakterien, die wie ein Rasen einige wenige Stellen des Grundes bedecken. Und wie war's? War absolut geil. Echt, du glaubst es nicht. Der See, der hat ein Loch. Da hinten, 200-300 Meter. Wir waren bis an der Kante. Mhm. Wahnsinn. Echt? Und wie tief? Also, wir waren bei 14 Meter oder so und haben dann abgebrochen, weil wir nicht das richtige Licht dabei gehabt haben. Das müssen wir definitiv nochmal machen. Heute, geniale Sicht. Mhm. Prima. Nochmal, Mama. Nochmal. Und wie war's? Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Glaubst du nicht? Papa! Glaub ich ja jetzt gar nicht. Ich glaube so 30, 35 Meter. Scheiße. Ja. Das ist doch. Der See, der hat da hinten ein Loch. Total geil. Ich habe jetzt wir haben jetzt abgebrochen. Jetzt ist mal Ruhe. Mach Stopp.